Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wie wichtig ist es, in unserer hektischen Zeit zur Ruhe zu kommen? Und bei Jesus können wir alles abladen und wir können bei ihm auch zur Ruhe kommen. Dort ist ein Platz, an dem du wirklich alles abladen kannst, wo niemand dich verurteilt, wo du jederzeit hinkommen kannst. Komm in diese Ruhe. Hoffnung um 12, wir wollen dich heute ermutigen. Und genau mit diesem Thema, Zeiten der Entspannung bei Gott. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen, wir beten gerne für dich. Auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Zeiten der Entspannung bei Gott. Wir sehen im Psalm 62, Vers 2, da steht, nur bei Gott komme ich zur Ruhe, geduldig warte ich auf seine Hilfe. Ja, die Ruhe, zur Ruhe kommen, schwierig in diesen Tagen. Geduld, noch schwieriger. Aber es steht in der Bibel und ich glaube, das kann heute mal echt das Thema sein. Ja, wenn wir zu Gott kommen in unserer hektischen Zeit, ob wir jetzt im Arbeitsleben sind, in der Schule oder Rentner sind, jeder hat viel zu tun. Und wir kommen dann oft zu Gott wie zu einer Arbeitssitzung, wo es heißt, Gott, danke, dass du und danke das und danke und wir loben dich, wir ehren dich und so weiter. Und Gott, bitte mach und bitte mach das, bitte mach jenes und erfülle mir den Wunsch. Und Herr, schenke mir Lösung und da eine Lösung und dort eine Lösung. Amen. So in etwa ist so manches Gebet. Ich sag dir, das ist nicht falsch, aber es ist nicht eine Relaxzeit mit Gott. Du kannst auch und du solltest wirklich auch eine Zeit haben, wo du nicht immer um Leistung, mit Leistung kommst. Herr, ich muss Leistung bringen, ich muss dich loben, ich muss dir danken, ich muss das und ich brauche jetzt eine Lösung und ich brauche jetzt eine Heilung und ich brauche jetzt und Herr, du weißt, weil ich das so gemacht habe und so, das ist aus diesem und jenem Grund das ganze Ding. Leg's mal beiseite und komm einfach mal in Ruhe zu Gott. Genieße es. Genieße einfach seine Gegenwart. Genieße einfach den Wohlgeruch um ihn herum und ohne ein Programm von dir. Genieße ihn einfach. Empfange den Frieden. Empfange einfach, ja, so ich möchte mal sagen, Spar für die Seele, Erholung für die Seele. Und ich sag dir, der ich bin, der in dir ist, wird zu dir reden. Du wirst auf einmal verspüren, dass Gott zu dir redet, wenn du in die Ruhe kommst. Und Gott sagt auch, erst wenn dein Herz ruhig ist, kann ich zu dir reden. Und ich sag dir, nimm dir mal Zeit, hab den Mut, in die Ruhe zu kommen und vor Gott zu kommen. Danke, Herr, dass wir wirklich so Erholung, so ein Relax, Herr, so eine Relaxzeit mit dir haben dürfen. Herr, schenk auch, dass wir es bewusst angehen und nicht einfach, Herr, mach mal und Herr, tu mal, sondern wirklich, dass wir wirklich mal, dass unsere Seele entspannen kann und deine Liebe spüren kann, dein Atem spüren kann. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr, dass das möglich ist. Amen. Und mich würde interessieren, und schreib doch das in den Chat oder in die Kommentarzeile rein, hast du wirklich Sehnsucht, in diese Ruhe zu kommen? Eine Frau bittet für ihre Mutter um Gebet. Bitte betet für meine Mutter um Heilung. Nach einer misslungenen Hallux-OP gibt es Probleme bei der Wundheilung. Gott segne euch mächtig in eurem Dienst. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Person kennst, wo diese OP misslungen ist und wo da jetzt wirklich Beschwerden sind. Danke, Jesus, dass du diesen Fuß durchströmst, dass du diese Wunde heilst, dass du diese Wunde säuberst durch dein Blut und dass da wirklich eine wunderbare Heilung geschieht. Danke, Jesus, dass du der Herr bist, auch über dieser Person. Und wir danken dir für dein Eingreifen. Amen. Amen.
Und folgendes Gebetsanliegen erreichte uns: Ich habe links im Unterbauch stechende Schmerzen. Und auch dafür wollen wir beten. Jesus, ich danke dir, dass du auch diesen Unterbauch kennst und diese Schmerzen kennst. Und wir widerstehen diesen Schmerzen im Namen Jesus. Wir entmachten sie durch das Blut Jesu. Und ich danke dir, dass dieser Schmerz nicht mehr wiederkommt. Danke, dass du eingreifst und dass du der Herr bist über dieser Person. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Und eine Frau bittet um Gebet und schreibt eine Gebetserhörung ihres Enkels. Vor Jahren ist mein Enkelkind an Leukämie erkrankt und nach ihrem Gebet geheilt worden. Bis heute ist er gesund. Wie schön. Nun möchte ich Sie bitten, auch für mich einzutreten. Ich bitte um Gebet für meine seit Monaten andauernden Blasenbeschwerden. Ärzte und Medikamente können mir bisher nicht helfen. Gott segne Ihren Dienst. Ja, der Gott, der Leukämie heilen kann, kann auch die Blase heilen. Glaubst du das? Danke, Herr. Oh Herr, danke, Herr, dass du diese Heilung geschenkt hast, die anhält. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass du jetzt auch, Herr, mit der Person bist, die jetzt hier geschrieben hat. Ich danke dir dafür, Herr, dass die andauernden Blasenbeschwerden weichen. Herr, ich danke dir, komme du mit deiner Heilungskraft in diese Blase hinein. Und Herr, dass diese Blase gesund ist und die Entzündung weggeht. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Und zwei Gebetsanliegen wegen der Augen erreichten uns. Liebes Gebetsteam, mein Auge ist wieder schlechter geworden. Der Augendruck ist ziemlich gesunken, daher sehe ich schlechter und habe öfters Schmerzen. Bitte betet weiter für mich. Liebe Grüße. Und ein weiteres Gebetsanliegen. Ich bitte um Gebet für meine Tochter, die Heilung für ihre Augen benötigt. Ich danke Ihnen für Ihr Gebet. Herr, du kennst diese beiden Personen. Ich danke dir dafür, Herr. Herr, danke, Herr. Danke, Herr, dass wir deinen Schöpfungszustand in diese Augen hineinrufen dürfen. Herr, die Normalität vom Augendruck, Herr, hineinrufen dürfen. Und ich danke dir dafür, Herr. Lass du wunderbar auch diese Tochter berührt werden an den Augen. Danke, Herr, dass du Helfer, Heiler bist und dass wir mit jeder Kleinigkeit, auch mit den großen Dingen, zu dir kommen dürfen. Amen. Amen. Gott berührt Menschen. Genesen und geheilt von Corona, schreibt eine Frau. Mein Mann und ich sind im Mai 2021 an Corona erkrankt und dank ihrer Gebete genesen. Bei uns stellten sich nach mildem Verlauf Gelenkschmerzen ein, die durch Gebet in der Gebetsnacht im September verschwunden sind. Danke und preis den Herrn. Eine Mutter berichtet von einer Wiederherstellung ihrer Tochter. Vor einer Woche habe ich ein Gebetsanliegen an euch geschickt. Meine behinderte Tochter war seit der zweiten Corona-Impfung sehr weinerlich und ungnädig. Vorher war sie immer eine lachende Frau, die Fröhlichkeit versprühte. Seit letzten Sonntag ist diese Fröhlichkeit wieder da. Sie ist noch nicht ganz die Alte, aber dank vieler Gebete auf dem Weg. Ich danke Gott von ganzem Herzen und euch für die Gebetsunterstützung. Und eine Mutter bat um Gebet für ihren Sohn und folgendes ist passiert. Ich hatte euch um Gebet für meinen 54-jährigen Sohn gebeten, der an Leukämie erkrankt war. Jetzt schreibt er mir: Ich komme gerade vom Arzt, die kaputten Zellen sind im Blut nicht mehr zu sehen. Allerdings ist das ganze Immunsystem noch sehr schwach, sodass ich noch krankgeschrieben bin. Danke für euer Gebet und unserem himmlischen Vater kann ich nicht genug danken, dass er unser Gebet erhört hat. Ja, und Gott erhört Gebet, das ist sicher. Und ein Mann teilt uns mit, dass seine Augen wieder in Ordnung sind. Ich habe euch um Gebet gebeten wegen dem Schielen, mit dem ich zu tun hatte. Heute Vormittag hatte ich bemerkt, dass mit den Augen alles okay ist. Gott sei Lob und Dank und auch euch, die ihr im Gebet für mich eingestanden seid. Ist doch wunderbar, wenn man so nebenbei bemerkt, dass das Problem gelöst ist. Jan, was auch schön ist, da hat man anfangs Gebetsanliegen für Augen
für Leukämie und auch sonst andere. Und in gleichen Sendungen hat man schon Heilungen von anderen Personen, die genau eine Heilung an diesem Organ erlebt haben. Das ist so wunderbar. Das ist so herrlich. Hast du was erlebt? Lass es uns wissen. Wir sind begeistert, das hier vorzulesen. Ja, ich habe zu dir gesagt, Gott sagt dir, erst wenn dein Herz ruhig ist, kann ich mit dir reden. Ruhig heißt nicht die Klappe halten, sondern wirklich zur Ruhe kommen, innerliche Ruhe. Wie oft in diesen Tagen beben wir innerlich, weil wir so aufgewühlt sind. Nimm dir mal wirklich Zeit, zur Ruhe zu kommen. Es lohnt sich. Gott möchte mit dir reden. Du darfst uns gerne dein Gebetsanliegen schicken. Wir beten gerne für dich und auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Ja, heute habe ich was ganz Spezielles für dich, und zwar unsere Oasentage. In wenigen Wochen fliegen wir nach Israel, in die judäische Wüste. Auch in Jerusalem werden wir sein, haben in der judäischen Wüste in einer Oase wunderbare Zeit mit Gott, und du kommst da richtig runter. Schau auf unserer Webseite und schau dir den kurzen Trailer an. Kommen Sie zur Ruhe in der Weite der Wüste Judäa. Vergessen Sie den Alltag und schalten Sie ab in der wunderschönen Oase Kfar Hanokdim. Für eine gemütliche Unterkunft und gutes, traditionelles Essen ist gesorgt. Sie müssen sich um nichts kümmern. Betrachten Sie zusammen mit Daniel und Isolde Müller das Leben von Abraham im Beduinenzelt und nachts unter dem Sternenhimmel. Hören Sie, wie Gott in Ihr Leben spricht, und segnen Sie mit uns die Stadt Jerusalem. Alle Informationen und das vollständige Programm finden Sie auf missionswerk.de/reisen. Wir freuen uns wirklich auf diese Oasentage, weil man da so zur Ruhe kommen kann und wirklich mal eine Zeit hat mit Gott zusammen. Wir wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.